Hey Leute, willkommen jetzt in einer neuen Folge auf meinem Kanal und das wieder mit Dummy. Hey! Und wir werden heute ein bisschen One-on-One nebeneinander kämpfen und werden jetzt über das Varo sprechen. Zwar, ihr wisst, wir haben Varo gewonnen, aber nicht sehr fair. Und es hat einer auch sogar in den Kommentaren geschrieben, aber ich glaube, der hat sich so verstanden. Kämpfen und reden ist ein bisschen scheiße. Zwar haben wir nicht fair gespielt, weil die Gegner uns auch nicht fair waren. Zum Beispiel haben die sehr oft uns als Pussy beleidigt. Das habt ihr, glaube ich, auch mitgekriegt in den Folgen. Dann haben sie auch in der Skype-Konfi waren sie auch nicht gerade die sympathischsten, sag ich mal. Ja, und es hat gerade voll geleckt. Ja. Egal. Und deswegen. Und dadurch haben wir gedacht, hey, warum sollen wir denn fair spielen, wenn sie nicht fair spielen? Und als nächstes noch was anzusprechen ist, Erblin durfte nicht mitmachen. Er war gebannt, eigentlich. Aber der... Er wurde später gebannt, aber da wusste der Neblin. Chef, sag ich mal, vom Zeugs, er wusste nicht, dass wir schon das Finale gespielt hatten. Genau. Also war es eigentlich ein logischer Kampf, als wir hätten fair spielen können. Aber war, wieso? Er hat ja uns beleidigt und so alles. Und die ganze Zeit... Ganz ehrlich, wenn es ganz normale Spieler wären, dann hätten wir auf jeden Fall normal, ja, ganz fair gespielt und so. Ja, und du warst wieder unsichtbar mit dem ersten Pfeil. Nee. Von wo wir in die Testrunde gespielt haben, war ich eigentlich viel besser. Ist wow! So. Ey, warum setze ich auch einen geraden Lava-Block hin? Ja! Und dadurch haben wir auch nicht so fair gespielt, weil die ja nicht fair gespielt haben. Also das war wirklich eine Ausnahme. Ja. Die haben ja auch uns sehr viel beleidigt. Vielleicht werde ich auch kurz mal ein paar Bilder zu hier rein zeigen, wo man es schön sieht. Und das hat halt uns nicht so gut gefallen. Dadurch haben wir gedacht, warum sollen wir denn fair spielen, wenn sie nicht fair spielen? Also, ich noch entschuldige an die, die irgendwie enttäuscht von uns waren. Ja, der eine hat es in die Kommentare ja geschrieben, warum nicht fair gespielt, ja? Aber warum sollten wir halt fair spielen, wenn jemand nicht über uns fair ist im Finale? Ja, das haben wir sozusagen als Rache gemacht. Ja, und er war ja nicht gegen uns nur fair. Er hat ja auch noch andere in der Skype-Konfi ja auch noch beleidigt. Ja, sehr viel. Sehr viel. Ich glaube, ich war irgendwie der Einzige, der nicht beleidigt wurde, so richtig. Ja, nicht so richtig, weil ich mich auch nicht so eingemischt habe. Ja, du warst auch nie mit Mandy on. Und hast du mal die Nachrichten so die ganze Zeit gelesen. Ja. Und dann mal deinen Senf dazu abgegeben. Wir haben ja die ganze Zeit den Senf abgegeben. Und deswegen, also, es war eigentlich nur die Richtung ja eigentlich schon also das gut. Das war für uns wirklich die richtige Entscheidung, sagen wir mal so. Ja, weil sagen wir mal so, ihr wird jetzt die ganze Zeit beleidigt, sagen wir mal 1000 Wörter und das wird euch auch aufregen. Und das nicht beim ersten Varo, sondern in jedem Varo-Abteil. Noch? Boah, es leckt. Ja. Du bist einfach nur noch neue Herzen, Alter. Lass mal mit meinem Kind. Und danach. Ja, deswegen ist es so, wenn ihr halt nicht fair Gegner mit hat, wo halt euch nicht fair mitspielen, dann glaube ich, würdet ihr auch so sagen, hey, wieso, ja? Und da würdet ihr, glaube ich, auch nicht fair spielen. Deswegen. Also wir haben es einfach so verarschen wollen. Und ich glaube, das ist auch gut gelungen. Ja, und Erblin durfte ja auch gar nicht mal mitmachen. Das war ja auch noch das Problem. Server. Der durfte eben nicht mitmachen, weil der auch viel beleidigt hat und hat auch nie on geschrieben und so. Ja, also, der... dass man auf dem Server drauf genau. Und... Ach, scheiße. Ja, ich hab's so geschafft, gut. Deswegen ist also...
Er hatte schon ein Strike, bedeutet ja, die Cody sagen, hat er nicht gemacht. Zweiter Strike hat er dann auch nicht erfolgt. Er hat ja keine Tackle gehabt. Er hatte ja eine Dia-Rüstung. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, oh, was für ein Zufall, ein Dia-Rüstung. Ja, wenn ihr euch gewundert hättet, warum sagt er das? Ja, das war einfach deswegen. Ach, scheiße. Das war jetzt scheiße. Was vorhin viel besser irgendwie. Ja, jetzt bin ich irgendwie voll low. Ah, oh, nur noch zwei Herzen, Mann. Ja, wenn man redet, das ist halt das Problem. Da kann ich Ja. mich nicht konzentrieren. Also, deswegen mache ich eigentlich, zocke ich nie live und rede dabei. Weil das kotzt mich irgendwie immer an. Weil ich dann immer scheiße spiele. Deswegen. Ja, aber du bist eigentlich schon gut. Ja. Also eben, das war für uns wirklich die richtige Entscheidung, so Ja. unfair zu spielen. Und das würden wir auch jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit machen. So. Immer, wir würden das nur machen bei denen, die es verdient haben, sagen wir mal so. Ich sag's einfach gar nichts mehr, damit Ja. du gut spielen kannst, oder? Ja, ich versuche gerade Allah. Das heißt Headset fliegt die ganze Zeit hin und her. Ja. Ja, das Headset-Kabel. Deswegen. Und deswegen, also wir haben und für uns richtig gehandelt. Wenn Ich sie. hoffe, ihr habt ja. Ja, weil wenn sie nicht richtig spielen, dann spielen wir halt auch nicht richtig. Also nochmal Entschuldigung von uns beiden. Ja. Ich hoffe, ich kann dessen. Was soll das? Soll Ich wollte ein Haus bauen. Das das möchte ich. Iglu, Alter? Aus Aus dem Netherrack. Dicht, ja. Das möchte ich angreifen kannst. Deswegen. Also wir haben für uns richtig gehandelt und wenn ihr es halt anders das seht, das ist ja eure Meinung. Uns ist es ja eigentlich egal. Wir handeln ja so, wie wir denken. Deswegen machen wir auch dieses Video. Oh Für shit. zu da sagen, für hier, die. wieso? Ja, warum wir so gespielt haben. Weil das hat ja, haben wir irgendwie nie, nicht jetzt richtig im Video gesagt, wieso. Deswegen haben wir dieses externe Video gemacht dann. Also ich kann ganz ehrlich irgendwie die Dislikes verstehen. Ja, weil es Aber nicht auch mit. so halt nicht. Also wenn ich wüsste, dann hätte ich, glaube ich, kein Dislike gegeben. Also ich habe jetzt auch kein Dislike. Was machst du, Alter? Nein. What? Hey. Hey. Warum Really, nach? nigga. Scheiße. Ja, ich wollte reden, deswegen. Ja, also, wenn ihr halt eure Meinung habt, dann habt ihr eure Meinung und sagt es dann halt so. Aber wir spielen halt so, wie wir halt denken. Und wenn halt jemand nicht fair spielt, dann sollten wir auch nicht fair spielen, Entschuldigung, ja? Wir sollten auch noch sagen, wie wir das Wahrrock gefunden haben. Also, Ja. ich fand das Wahrrock halt eigentlich noch sehr geil. Als so eine 2 habe, würde ich dir das Varo geben von der Schulnote. 1 ist halt super gut und 6 halt sehr schlecht. Da würde ich halt eine 2 plus geben, weil es war gut, es wurde auch schön gemacht, aber halt nur durch die 2 hat das Varo so arg genervt. Und hat auch ganz für mich persönlich zu wenig Spieler drin. Also Ja. man hätte ein bisschen mehr Zeit geben sollen, dann wären auch bestimmt mehr Spieler dazugekommen. Ja, aber es waren halt nur 14 auch Platz halt auf dem Server. Nitrado kostet ja auch halt ein bisschen mit den Spielern. Ja, aber der Server ist jetzt noch offen. Ja. Ich Das. war vorhin drauf und habe noch ein Haus gebaut. Genau. So, dann werde ich mal sagen, dass ihr jetzt hoffentlich verstanden habt, unser Info-Video halt. Und dann werde ich sagen, haut rein, bis nächstes Mal, euer Teutobusch und. Dummy! Ciao!